Hey ho und willkommen zu einem weiteren 100% Zonenvideo. Wir befinden uns auf der Zone Vestige auf Gehenna. Wir haben es damals ins dritte DLC geschafft. Das heißt, das dritte DLC besteht auch wieder aus Zonen. Überraschung, wir haben hier insgesamt einmal, das sind 6 Zonen, die wir natürlich alle jetzt der Reihe nach täglich einmal abklappern werden. Wir befinden uns auf der ersten Zone, auf der Zone Vestige. Ich habe direkt den zweiten, hier also den Vestige-Schnellreisepunkt gewählt als Startpunkt. Ihr startet normalerweise hier, das hier ist aber alles uninteressant für uns. Ist wichtig für die Orte, werdet ihr in der Story so oder so machen. Auch hier gilt wieder, erst die ganze Story machen, erst die ganzen Nebenmissionen machen, dann könnt ihr auf 100% kommen. Wir fangen lustigerweise auch direkt mit einer Problemzone an. Wir haben nämlich bei den Herausforderungen einmal Creature Feature. Da muss man Filmrollen sammeln, um sich am Ende einen Film angucken zu können. Wir haben einmal gute Aussichten. Das ist so ein verborgener Schatz, den man finden muss, finden kann. Hat mich übelst getiltet, erkläre ich gleich warum. Wir haben Sartus Saga. Das ist cool, das ist ähnlich wie die Typhon Logs. Und wir haben also dementsprechend auch ein Sartus Depot. Das habe ich mir bei den anderen beiden DLCs gewünscht. Jetzt beim dritten haben wir es endlich. Ja, moin. Aber ihr seht hier, ich habe hier 5 Herausforderungen. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bildchen. Beziehungsweise Logdinger. Dieses Ding hier, ich weiß gar nicht, kann ich das überhaupt markieren? Steht bei den anderen was? Nein. Dieses Ding hier hat sich bei mir auch erst angezeigt, nachdem ich die Zone schon auf 100% hatte, die anderen Zonen auf 100% gemacht habe und gerade eben gekommen bin, um das Video jetzt aufzunehmen. Das heißt, diese Zone, dieses Ding hier, dieses Bildchen, dieses, also das ist, hat das Bild von diesen gute Aussichten, gehört nicht offiziell dazu, braucht ihr nicht, kriegt ihr erst am Ende frei. Ich erkläre euch natürlich trotzdem, wie ihr drankommt, so ist es nicht. Allerdings starten wir erstmal mit. Also wir gehen einmal sozusagen so im Kreis. Dann kann ich euch das nämlich zeigen. Und fangen nämlich mit dem an, was mich am meisten getötet hat. Diese gute Aussichten-Dinger sind nämlich Schatztruhen, die versteckt sind. Auf anderen Maps sind sie versteckt, aber auf manchen Maps brauchst du eine Karte. Und die Karte habe ich nicht gefunden. Die war hier. Die habe ich einfach nicht gefunden. Ich habe nach einer Truhe gesucht und nicht nach einer Karte, bis ich gecheckt habe, hey, die glitzert, ja, gehst mal dran. Oh, cool, kannst benutzen. Und auf einmal wurde mir dann die Truhe da hinten, also ihr seht das jetzt hier, da ich erkläre gleich, wie man hinkommt, wurde mir sozusagen eröffnet, geöffnet. Ey, so ein Tilt. Also, wenn ihr das euch noch fehlt, hier ist eine Karte, die ihr erst aktivieren müsst und die erklärt euch, wie ihr da hinkommt. Zur Not zeige ich euch auch nochmal gleich. Wir gehen weiter. Wir haben hier diese Teleporter. Wir haben hier diese kleine Stadt. Die Stadt müsste sich, ist sehr cool designt. Sie ändert sich wirklich mit den Entscheidungen, die ihr im Spiel trifft. Also es ist wirklich für das angekündigt worden, was es ist. Also zum Beispiel Gebäude oder neue NPCs kommen in die Stadt, je nachdem, wie ihr euch bei den Nebenmissionen entscheidet. Wir gehen dann hier rein, hier runter. Sind also. Warte, ich drehe die Karte immer so, wie wir sie am Anfang hatten. Dann findet man das leicht. Sind also die Hauptstraße einmal lang und finden hier einen, naja, ich nenne es jetzt mal Untergang. Einen kleinen Untergang, wo man rein kann. Und haben hier auf dem Tisch, liegt dann für euch die erste Filmrolle. Die kann für mich nicht mehr da liegen, weil ich sie schon eingesammelt habe. Überraschung, Überraschung. Es tut mir auch leid, dass ich unten dieses Textfeld da eingeblendet habe. Ich habe beim DLC es wieder hingekriegt, mir eine Zone zu verbuggen, wo ich immer, wenn ich jetzt joine, das Textfeld kommt. Wir gehen weiter, direkt gegenüber oder auf der anderen Seite ist dieser General Store. Auf diesem General Store findet ihr das erste Tagebuch oder eins der beiden Tagebücher aus Vestige von Sartus Saga. Ist nicht schwer. Einfach hier hinten auf den Zaun klettern, rechts oben aufs Dach springen, hier drüber, also ihr wisst, ihr könnt oben drüber, ich weiß nicht, ob man irgendwie einfach so bekommt, auch gescheiter auf dem Balkon. Ich habe es so geschafft und haben dann hier. Eins, warte, dann noch, warte, hallo, auf den hier. Ihr sollt hier auf die Veranda springen. Alter. So, und einmal auf den nächsten Balkon. Man kommt hier bestimmt auch irgendwie anders rein mit Jump'n'Run entlang, haben dann aber auf jeden Fall hier Sartus, eins von Sartus Tagebüchern. Also ich bin einfach hier hinten über die Dächer runtergesprungen und dann da drauf gesprungen.
Wie ihr das machen wollt, ist mir relativ egal. Ist auch, glaube ich, relativ wumpe. Hauptsache, ihr kommt irgendwie auf diesen Balkon hier. Ich glaube, man kann. Können wir direkt mal testen. Ich glaube, na, das ist nicht hoch genug. Also, da kann man dann ganz entspannt hin. Ist also wirklich kein Thema. Wir gehen weiter durch Vestige, eine Stadt, die meiner Meinung nach ruhig etwas größer und belebter sein könnte. Ist aber auch an sich vollkommen okay fürs DLC. Tut sehr, oder für die Stimmung tut es keinen Abbruch. Wir gehen hier hinten einmal. Ich hasse das, dass sich die Karte immer dreht. Ich glaube, ich muss die Einstellung nochmal ausstellen. Ich bin kein Fan davon. Wir sind also einmal die Runde gegangen. Das habe ich absichtlich nicht ausgenommen. Das ist nämlich das Depot. Und das Depot ist wie das Typhon-Depot. Das öffnet sich erst, wenn ihr alle Typhon-Logs gefunden habt. Hier sind es jetzt die sogenannten. Wie heißen die? Die Satos-Saga. Satos-Saga. Das heißt, wir gehen hier unten in die Kanalisation, finden hier also auch wieder ein Tagebuch oder eine Seite von Sato. Auch nicht wirklich krass gut versteckt, also in Vestige findet man eigentlich alles, außer diese gute Aussichtentruhe findet man eigentlich alles gut. Ihr geht also wirklich einmal im Kreis, könnt hier unten reingehen und haben das. Für die guten Aussichtentruhe, die hier ist, das ist die wichtige, die für die 100% wichtig sind. Die ist Nebensache. Die hier ist für die 100% wichtig. Dafür müsst ihr einmal hier auf das Haus gehen, also auf da auf das Haus. Das werden wir natürlich auch einmal machen. Ist ja nicht so, als würde ich euch das nicht zeigen. Ich muss ja meine Jump'n'Run-Künste beweisen. Komme ich hier irgendwie rausgescheit? Nein, alles klar. Immer cool. So, das heißt, ist für uns, glaube ich, eh besser, wenn wir hier starten. Wir wollen auf das Haus da. Ist nicht wirklich schwer. Wir starten wieder hier hinten in der Seitengasse, klettern auf die Mülleimer, können dann einfach auf das Haus hier springen. Keine große Akt, auf den Balkon zu kommen. Hier ist sogar extra eine Leiter für uns angebracht worden. Gehen die Schräge hoch, klettern hier über das Dach, einmal ganz entspannt den Holzbalken runterlaufen und dann könnt ihr straight aus runterrennen und habt dann hier diese gute Aussichtentruhe. Das ist eine spezielle Truhe. Ihr seht das auch, die Truhe kann, habe ich schon geöffnet vor Ewigkeiten, sie lädt sich nicht wieder auf. Das heißt, diese Truhe ist die guten Aussichtentruhe. Wir machen jetzt erst das Sato-Depot. Das ist nämlich auch noch wichtig für die 100%. Ihr habt im Laufe des Spiels, kriegt ihr die Teleporter frei. Die könnt ihr nicht von Anfang an des Spiels benutzen. Also die Dinger hier. Ist nicht spannend. Portet euch einfach nur auf die andere Seite. Ist gerade zum Laufen ein bisschen schneller. Die Teleporter spielen auf den anderen Maps noch eine wichtige Rolle. In Vestige leider nicht. In Vestige sind sie hauptsächlich Deko. Und haben dann hier einmal oben. Auf dem Dach, ah, stimmt, ich bin zu weit gerannt. Da war der Balkonanschnitt. Das Sato-Depot. Einfach, auch wirklich nicht schwer. Klettert auf diesen Balkon, wo ihr die Schatzkarte gefunden habt. Einmal ordentlich Anlauf nehmen. Und drüben seid ihr. Das Ding sieht 1 zu 1 aus wie die Typhon-Dinger. Hat sogar lustigerweise das gleiche T-Design. Leuchtet allerdings mit einem coolen Sheriff-Stern auf, wenn ihr es aufmacht. Hat aber leider vom Depot her genau das gleiche Design. Auch dass das T-Logo gleich ist, also dass das Design von mir aus gleich ist, aber man macht das Logo, auch das T-Logo weg. Sowas merkt man. Das ist so wirklich, das ist so etwas, auch wo ich mir denke, ach komm, Jungs, ach kommt. Ihr macht doch extra eine Animation beim Aufmachen, aber das T könnt ihr nicht wegmachen. Damit habt ihr lustigerweise schon alles, was ihr für die 100% braucht. Ich weiß, ich habe das Symbol nicht abgeklappert. Aber offiziell ist nur die. Also, dass die Filmrolle, Satos Saga 1, Satos Saga 2, gute Aussichten 1, Satos Geheimdepot für die 100% nötig. Lustigerweise, wenn ihr das jetzt mal, man kann das nämlich rechnen, 8 Orte werdet ihr alle entdecken, wenn ihr die Story spielt, keine Sorge. 8 plus 1 sind 9, plus 5 sind 14. Wenn ich jetzt also hier 100% stelle mit 14 Sachen, aber wenn ich dann lustigerweise auf die, auf die Planetenübersicht und Herausforderungen anklicke, steht hier Vestige 15. Mir fehlt also eine. Während ich, wenn ich gucke, wenn ich drauf gehe, zack, 14. Ich gehe drauf. 5 von 5. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall wurde mir dieses Ding auch wirklich erst angezeigt. Also das hier. Das da. Wurde mir wirklich erst angezeigt, nachdem ich alle anderen Zonen auf 100% hatte. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass es angezeigt wurde. Und das ist
nicht schwer zu finden. Das Ding ist nämlich hinten beim Sheriff eingesperrt und ihr geht dafür in den Saloon. Und im Saloon findet ihr eine Schranktür mit einem Schädel. Den Schädel habe ich direkt beim ersten Mal ankommen hier gesehen. Leider leuchtete der rot. Ich weiß nicht, wann er sich grün geschaltet hat. Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr die anderen Zonen auf 100% habt oder wenn ihr die Geheimversteckdinger oder die gute Aussichtendinger fertig habt, könnt ihr anscheinend diesen Schädel benutzen. Könnt dann hier in den Hinterraum der Bar gehen. Landet dann im, ich nenne es jetzt mal Knast, im Keller. Und könnt diese Truhe öffnen. Wie ihr seht, ich habe sie auch schon geöffnet. Sie ist auf der Karte auch schon abgehakt. Sie wird mir aber nicht angerechnet. Das heißt, wir haben wieder ein komplettes Gurkendesign. Der Spaghetti-Code wieder, kickt wieder richtig rein. Ich weiß nicht, was da los ist. Also manchmal frage ich mich, Jungs, bei Borderlands oder besser gesagt bei 2K und Gearbox, habt da irgendwie. Also ihr seht das ja. Ich kann hier, Planetenfortschritt 100%. Ich habe wirklich bei jedem Planeten mir Mühe gegeben, alles abzuklappern. Wenn man aber auf Herausforderungen geht, habe ich alle. Gehe ich aber auf den Reiter Herausforderungen, wo die Herausforderungen alle nochmal aufgelistet sind, beziehungsweise ergibt das überhaupt Sinn? Weiß ich, muss ich jetzt erst. Ach Gott, warte, ich hole mal kurz einen Taschenrechner. Das krieg ich noch im Kopf gerechnet, oder? Also, 42 plus 14 sind. Fängt schon an. 56. 56 plus 9 sind 65. Alter, da wird es schon schwer. Plus 45 sind 110. Also muss ich auf 110 kommen. Wenn ich aber auf die Herausforderung anklicke, komme ich auf, wenn ich hier alle nehme, 15 plus 26, warum ich auch immer da 26 habe. Also 15, 26 sind. Digga, 41 sind 66 plus 20 sind 86 plus 23 sind, was habe ich gesagt, 86 sind 109 plus 5 komme ich auf 114. Ich bin auch dumm, ich hätte auch einfach die mir hier fehlen können, dazu rechnen können. Statt 100. Was habe ich gesagt? 105 sind 109. Ich verstehe es nicht. Ich habe den Planeten auf 100%. Ich werde natürlich gucken, oder wenn ich herausfinde, woran es liegt, werde ich es euch natürlich sagen. Auf jeden Fall einfach nochmal schnell im Überblick. Nochmal am Ende. Ratatatatat. Alles hintereinander. Ihr startet hier, beziehungsweise ihr startet hier standardgemäß in der Story. Kommt hier einmal lang. Wenn ihr aber dann zu Vestige reist, werdet ihr die Landekapsel hoffentlich anwählen. Wenn ihr von der aus geht, einmal hier oben die Karte für die gute Aussichtentruhe benutzen. Das Sato-Depot ist da hinten. Das öffnet sich erst, wenn ihr beide Sato-Sagen gefunden habt. Die Sato-Sagen befinden sich einmal hier oben auf dem Balkon und einmal hier unten unter der Kanalisation, würde ich das nennen. Hier unter dem Gebäude, also da, ich kann das mal drehen, da unten drin, von der Seite ist der Eingang, gibt es auch kein Rätsel oder so. Habt ihr die Filmrolle? Also Creatures Feature heißt das. Glaube ich offiziell, wir können ja mal gucken. Ja, Creatures Feature. Die geheime gute Aussichtentruhe findet ihr, indem ihr hier auf dem Dach klettert, einmal über die Holzpalisaden, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, warum habe ich Palisaden gerade im Kopf, was weiß ich, über die Holzbalken da lauft und einfach runter droppt ihr auf den Balkon, findet dann da die gute Aussicht. Und damit habt ihr die Zone auf 100% und was das Ding da soll, keine Ahnung, es wird einem eh nicht angerechnet. Ich habe schon eins mehr als die Herausforderungen stehen. Und wenn ich auf die Komplettübersicht gehe, habe ich hier immer nur noch 14 von 15. Ich kündige einfach. Weißt du? Ich kündige einfach. Soll es aber egal sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Die nächste Zone kommt dementsprechend morgen, gleiche Uhrzeit. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich schon gesagt. Guten Morgen, Chris. Gehirn ist richtig wach um 3 Uhr morgens. Danke. Nein. Ich hoffe natürlich auch, es war hilfreich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.